Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu euch zu einer weiteren Folge von My Interviews Bugs of Hope mit dem Rayman in der Phantom Show DLC. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von My Interviews Bugs of Hope. Rayman in der Phantom Show, also das DLC. Beim letzten Mal haben wir das Western Set fertig gemacht und jetzt haben wir eigentlich nicht mehr viel auf der Liste. Wir müssen beim Piraten-Set nochmal was abmachen. Ich würde hier jetzt mal tatsächlich die ganzen Münzen ausgeben. Damit ich von jedem hier auch mal die Waffen von ihr habe. Es fehlen nur noch 2 Münzen, wie es scheint. Ansonsten scheine ich hier wirklich so gut wie alles zu haben. Ja, also, was ist der Plan für heute? Wir reden noch nicht mit Phantom, sondern... wir gehen zum einen hier aufs Piraten-Set, machen Faustfreunde. Danach gehen wir, wenn ich es endlich finde, hier ins Nebenstudio. Da haben wir einmal den Boxringkampf. Und wir haben noch Borstellas Herausforderung. Ich denke aber, ansonsten haben wir dann alles. Eventuell ist das hier auch wirklich der letzte Rayman in der Phantom Show Part. Ich weiß nicht, wie lang die Kämpfe jetzt werden. Aber das hängt halt davon ab. So, zuallererst machen wir Faustfreunde. Eine schnelle Überprüfung dieser Finsterzeitpfütze hat ergeben, dass wir hier Nahkampfgeschick gut gebrauchen können. Okay. Nahkampf. Rayman, Rabbit Mario, eure Kampfstile sind zwar sehr unterschiedlich, aber ihr seid beide sehr gut darin, auf Dinge zu hauen. Ja, stimmt schon. Klar, ich helfe gern. Ich werde meine Aufgabe sehr ernst nehmen. Ach ja, falls ihr Gelegenheit dazu habt, dann gebt euch einen Fistbump und ruft dabei Faustfreunde. Ich möchte eine Serie an den Sender verkaufen. Faustfreunde. Wie viele Sender will Bipo eigentlich noch machen? Okay, wir müssen 7 Gegner besiegen. Sehe ich hier nur Oberlehrer? Ich sehe nur Oberlehrer. Und die sind ja alle schockempfindlich. Okay, wartet mal kurz. Ich passe mal eben kurz meine Sparks an. Okay, Leute, die Sparks sind angepasst. Ich habe jetzt einmal den E-Shaker und einmal die Elektroapokalypse dabei. Und ich würde sagen, ich lasse die einfach näher rankommen erstmal und dann gebe ich denen beide Apokalypsen. Feuer frei. Die Oberlehrer haben ja auch diesen Konterangriff. Ja genau, greif Rabbit Mario an. Konter. Hast mehr Leben verloren als gewonnen. So, jetzt meine Idee. Ich ziehe die schön alle ran. Und jetzt mache ich so. Erstens, die kriegen die Powerblöcke erstmal ab. Die machen ja allein schon mal guten Schaden. So. Haserei. Ich sag mal frohes Karneval. Mann, kommen die schlecht runter. Und hab sie alle in einem Rutsch vernichtet. So, jetzt fliege ich von hier aus nach da oben. Dann kümmere ich mich um die, die hier oben stehen als erstes. Weil die haben einen Höhenvorteil. Die würden da unten nur treffen. So, ich habe den jetzt beiden den Elektroshaker gegeben. Weg mit dir. Da stehst du gut.
So, um den kümmere ich mich als letztes. Und jetzt Cooldown zurück. Und dann kann ich die Elektroapokalypse direkt noch ein weiteres Mal nutzen. Obwohl, vielleicht muss ich es nicht mal. Ach komm, ist guter Schaden. Ey, da kam die schlecht runter. So, Raymond, kannst du den Tod kretschen? Ja, kann er. Und noch mal runter. Oh, jetzt kannst du ruhig näher kommen. Den sollte ich jetzt eigentlich down bekommen. Ich kann sogar auf Nummer sicher gehen und erstmal eine Runde heilen. Nachdem ich ihn natürlich in den Schockwellen gegeben habe. So. Ne, wenn ich zuschlage, ist er tot. Der kommt gar nicht zum Konter. Ja, der Kampf war ja relativ einfach. Operetten-Doppelklopper. Allen sollte ich eventuell meinen Trupp trotzdem jetzt. Oh, schon bald werde ich zu mächtig sein, um für meine Pilotfolgen kein grünes Licht zu bekommen. Leute, ich gehe jede Wette ein, dass der uns am Ende hintergeht. Jedenfalls haben wir jetzt den Operetten-Doppelklopper. Und ich finde, wir sollten mit dem Operetten-Zeug hier auch rumlaufen. Globox ist ja leider nicht da. Globox ist Raymonds Freund. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch im Nebenstudio das Zeug abhaken und dann fehlt nur noch der Typ, der Opa. 84% haben wir. Und es fehlen nur noch zwei Waffenskins. Einmal den, den wir kaufen können und irgendeinen kriegen wir durch die Herausforderung. Wir sehen uns im Nebenstudio auf jeden Fall. Dann ist es an der Zeit, ihn fertig zu machen. Warte mal, das müssen wir richtig machen. Oh. Das ist immerhin ein Boxkampf. Okay, wir müssen drei Federviecher besiegen. Innerhalb von zwei Runden. Was war nochmal deren Schwäche? Schleim. Okay, und unser Trupp ist komplett aufgeteilt. Aber wenn ich hier sowas wie Disconaut nutze, müsste ich die eigentlich zusammenkriegen. Okay, ich muss aber trotzdem eben kurz Sparks anpassen. So, ich habe Sparks angepasst. Wir ignorieren die kleineren Gegner nach Möglichkeit. Und helfen Raymond mal nach da unten zu kommen. So, ich will die alle beisammen kriegen. Ist sogar gut, dass ein paar runtergefallen sind, tatsächlich. So, dann tue ich meine Wirbelgeschütze schon mal dahin. Mach jetzt aber erstmal jetzt nicht den Toxishaker, sondern den Schleimangriff. Ich habe ja eh Zyklus, also kann ich erstmal draufhauen. Ja, guck mal, wir haben einen Trupp komplett aus kalt. Also einen komplett vernichtet. Das passt dann schon.
So, wenn wir jetzt Rebel Peach nach oben bekämen, wäre das natürlich wunderbar, aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal auf den, damit er gleich tot ist. So, Rebel Peach hat schon mal einen Powerblock. Das war irgendwo klar. Und ich meine nicht, dass der genügend Schaden macht. Oder generell dazu kommt. So, wir müssen jetzt nur das Federvieh ausschalten. Dann mache ich mal hier den Toxishaker. Abumsal. Ich habe noch einen. Tschüss. Das war auch relativ einfach tatsächlich. Aber wir haben noch Borstellas Herausforderung vor uns. Und die war nicht gerade einfach. Die war wirklich schwer. Oh, hierfür gibt es ein goldenes Prisma. Entwachsen in allen Schalkoten wächst auch meine Macht, hinsichtlich meiner Glaubwürdigkeit und meines Einflusses gegenüber des Senderchefs. Der Boxring. Ein goldenes Prisma. Das war, Spuckknapf, Junge. Zwei, ne? Beim dritten willst du nicht dabei sein? Ich erinnere mich noch, das habe ich bei dem einen Part erwähnt, da hatte ich mich ja 3-4 Mal dran versucht und es dann aufgegeben. Bereit würde ich jetzt nicht sagen. Der Dimensionsrift ist ja sowieso jedes Mal anders, wenn man den neu betritt. Also da könnt ihr euch auch nichts von mir abgucken. Okay, alle besiegen. 21 Gegner sind es. Ich sehe haufenweise Goombas. Als ich das nämlich zum Beispiel beim letzten Mal versucht hatte, da waren zigtausend Scharfschützen. Ich wiederhole nochmal. Ihr könnt euch, was die Herausforderung von Borstella angeht, nichts von mir abschauen. Weil es wirklich jedes Mal anders ist. Ich erwähne das, nur dieses eine Mal nochmal. Ich würde sagen, wenn, nehmen wir Spritzer mit. Das und dass wir die eventuell wegschubsen. Also ich ändere jetzt eben kurz Barks. So, ich habe mein Team nochmal voll geheilt. Das Geile ist, man kriegt ihm ja Münzen hinterher geworfen wie sonst was. Ich überlege gerade, über welche Seite wir gehen. Ich wäre für die rechte Seite, weil links die Schützen sind. Die Goombas können wir mehr oder weniger ignorieren. So, den zuerst. So, der zweite weg. Und können damit diese Runde schon nichts mehr machen. Den Typen habe ich gar nicht gesehen. Okay, den Goomba können wir jetzt als allererstes noch ausschalten. So, tschüss. Und ich mache ich mit dem Doppelklopper fertig. Ich bin eh zügellos. Ich komme sowieso noch voran.
So, euch schmeiß ich mal ein bisschen wieder nach hinten. Hier ist eh kein Schütze. Warte mal, ich ziehe extra nach da unten, dann kann ich den eventuell einfach instant nach unten kicken. Ja, hat funktioniert. Ach verdammt, der steht noch. Ja, brenn! Nehme ich den Quietschinchen nochmal ein bisschen was mit. Das Gute ist, wir haben unbegrenzt Rundenzahl. Wir sind nicht auf Runden begrenzt. Das heißt, wir können uns alle Zeit der Welt lassen. Das habe ich übrigens jetzt erst gesehen. Das macht das auch nochmal 10-mal einfacher. Weil damals hatte ich nur 3 Runden für den Scheiß hier. Die Map selbst ist dieselbe, aber die Gegner sind komplett anders. Na gut, das Rohr da war nicht da. Da war eine Brücke. So, dich in den Abgrund. Da hat der Torpedo dann auch nochmal geschossen. Dich habe ich noch gesehen. Ich schaff das. Ja. So, ausgeschaltet. So, ihr kriegt jetzt den Aquaspritzer ab. Ist doch schön, wenn man kein Zeitlimit hat. Geh mal wieder zurück. Die fliegen ewig. So, und jetzt noch der größte Clou. Die beiden weg. Also wenn man hier kein Zeitlimit hat, ist das echt einfach. Wirbelgeschütze? Wirbel selbst. Mach dich auf was gefasst. Genau, schieß nicht auf den Goomba. So. Entweder du stirbst oder du kommst näher. Du stirbst. So, die Seite wäre damit dann auch hier. So. Ich stelle mich extra aufs offene Feld, weil ich will, dass die Rabbit Mario angreifen. Oder zumindest der Schütze da. Ihr sollt den angreifen. In your face. Er kann's nicht hochprügeln, haha. So, einmal Kong. In der Luft nochmal abgeschossen. Halt still! Ruhe in Frieden. Und dann verkloppe ich euch. So, nur noch 2. Und die werden einfach. Vor allem, wo das Vieh eh dämlich wie sonst was ist. So, Bumba weg.
Hätte ich diese 3-Runden-Vorgabe, hätte ich das hier trotzdem nicht geschafft. Das muss man mal sagen, ne? Also mit der 3-Runden-Vorgabe schafft man das hier nicht. So, Torpedo los! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er die Strecke rüber schafft. Warum steht der jetzt da oben? Tot. Und die Planetenherausforderung geschafft. Dafür habe ich nochmal ein Fertigkeitenprisma auch bekommen. Und offenbar war das auch eine Ubisoft-Herausforderung. Guck mal, hat sich am Ende nochmal gelohnt, dahin zu gehen. So, er kriegt das Gleiten. Hier kriegt das hier, auch wenn ich davon nichts nutzen werde. Das Einzige, was sich lohnen würde, wäre das Barkerfrischer. Nämlich, glaube ich, doch dann. Ist besser als alles, was ich hier nehmen kann. Ja, ich nehme die Reichweite. Ich habe jetzt auch keinen Spark hier in dem DSC bekommen, ne? Aber wenigstens das erste Mal, dass wir tatsächlich alle Waffen hier mal kaufen konnten. Beziehungsweise mal alle Planetenmünzen ausgeben. Das ist eine Premiere. Ich denke mal, den letzten Waffenskin kriegen wir dadurch, dass wir jetzt gleich mit dem Herrn der Oper reden, also dem Phantom, und dadurch nochmal irgendwas machen. Aber Leute, ich würde sagen, das ist dann tatsächlich ein Part, den wir beim nächsten Mal dann angehen. Also es wird noch einen weiteren Part geben, das wird dann aber wirklich der finale Part. Zumindest gehe ich davon aus, weil das mit dem Phantom, das klingt mir schon sehr final. Also, ja. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim wahrscheinlich letzten Part zu meinem Travis Sparks of Hope und zum Rayman DSC. Bis dann, ciao!